Hallo Deutschland. Ich bin Sido. Der Typ mit der Maske. Der Typ aus dem Block. Yeah. Ich bin der Meinung, ich hab alles gehört. Ich kenn jeden. Deutschen Hip-Hop kenn ich in- und auswendig. Aber nachdem ich René getroffen hab, war ich mir nicht mehr so sicher. So viel hat er mir zu sagen gehabt. Ihr hört mal, er erzählt's euch auch. Ring, hau rein. Ich hab euch alle kommen und gehen sehen, aufsteigen und fallen sehen. Ich komme nur zurück, um Abschied von euch einzunehmen. Ich hab mit jedem geredet, von AC bis Eminem bin ich jedem begegnet. War auf jeder Jam unterwegs, on the road. In jeder Stadt bin ich gewesen, für Fahrkosten und Spesen. Mit dem Tremper-Ticket durch das Land, wie ein Vagabund durch den Untergrund. Jedes Wochenende unterwegs, nur für einen Grund. Um zu rappen für das Publikum, aus der Masse rauszustechen. Um aus meinem Alltag auszubrechen. Zwar hab ich kein Deal gehabt, aber ein Ziel gehabt, mich zu verwirklichen, meine Platte zu veröffentlichen. Mit 18 bekam ich meinen ersten Vertrag. Bei MC begann mein allererster Tag. Meine erste LP, Renevolution. 1995, Spiegel meiner Emotion. Mit mein Konzept und Beginner unterwegs. Als Klasse von 94 für einen neuen Weg. Wir haben alle nicht geahnt, wie groß es werden wird. Dass uns irgendwann in Deutschland jeder kennen wird. Dann die Klasse von 95, es wird größer, der Neid häuft sich, alles verläuft. Jeder will nach oben und den Erfolg. Plötzlich träumt jeder von den Charts und von Platten aus Gold. Tollen Verträgen, um endlich auch was zu verdienen. Bloß anders als die Industrie, sich nicht abzuziehen. Aber leider kam das alles genau umgekehrt. Mit dem Business kam die Gier letztendlich endes hier. So ging die Zeit der Sorglosigkeit zu Ende. Keine Hip-Hop-Jams mehr am Wochenende. Es ging um Geldinteressen, Labels und Connections. Promotion und Lizenz, nicht mehr um Freestyle-Sessions. Ich hab kein Business gemacht und keinen Vertrag gecheckt. Als mein Label mich gefickt hat, war mein ganzes Cash weg. Ohne Geld, ohne Fame, ohne Job, ohne Bock. Ohne Perspektive, ohne Abi, alles so verzockt. Ich hab jeden Job gemacht, um meine Miete zu bezahlen. Während Hip-Hop boomte, die anderen im Lichte strahlen. War ich auf Nachtschicht am Fließband, konnte meine Rechnung nicht bezahlen, während die anderen richtig absahen. Es war verrückt zu sehen, wer Freund und Feind war. Zu diesem Zeitpunkt fühlte ich mich einsam. Ich dachte, ich hab Freunde gehabt, aber keiner hat für mich einen Finger krumm gemacht. Alle haben nur dumm gelacht. Manchmal ist das Leben böse. Stell dir vor, der Manager will 100.000 Ablöse. Ob nur Benztown oder 3P, wo ich auch überall war. Kein Platz für ein Sirene. Vielleicht war ich selbst schuld, vielleicht war es nötig. Vielleicht wusste ich nicht, was ich wollte. Vielleicht war es unmöglich. Vielleicht war es auch tödlich, so naiv zu sein. Einen Vertrag zu unterschreiben, um gefreezed zu bleiben. Für 3 verfickte Jahre nur still zu stehen. Und zuzusehen, wie alle an dir vorbeigehen. Yeah. Sowas kenn ich. Ich hab auch lange gestruggelt, bis ich hier oben angekommen bin. Aber Reen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ich hab doch auch Videos von dir gesehen. Was denn mit dieser Rhymes-Galore-Sache da? Mit dem Ding mit Tomek, was du da gemacht hast? Ich hab dich doch auch in Videos gesehen und du hast für alle Leute gerappt auf der Bühne. Erzähl mal, wie das war, Alter. 97, aufgegeben habe ich nie. Alles was ich wollte war ein Leben als MC. Jeder Text war Therapie, jede Zeile ist LRV. Um den Block bin ich gejoggt für neue Energie. Und manchmal saß ich allein und hab geweint. Und manchmal fraß ich alles in mich rein. Fühlte mich kalt wie Stein in einer Welt, die dir nix schenkt. Wo jeder nur an sich denkt, keiner der die Hand reicht, huh? So hab ich aufgehört zu weeden, aufgehört zu weinen. Aufgehört mich zu bemitleiden, auf Debris drauf zu sein. Die Szene boomte, Beginner mit Bambule. Hip-Hop bewegt sich von der Straße in die Schule. 1, 2 und die Reime Monster waren in ANNA, verdammt nochmal, da wollte ich auch hin. Plötzlich kam der Anruf von nur 711. Das Schicksal ruft und es gab sogar Geld. Booking für die Miete, Session mit dem Blumentopf. Tomek war im Publikum, oh man, hab ich gut gerockt. Am gleichen Abend noch Nummern gecheckt für Tomeks neues Projekt. Das Timing war perfekt. Wer hätte das gedacht, in Würzburg im Airport. Ich hab mich totgelacht, der Wendepunkt war der dort. Wenig später sollte ich mit ihm ins Studio gehen, um im Wohnzimmer die neue Single aufzunehmen. Plus ein Video zu drehen in New York. Ich hab mit Spectre gechillt, es war sehr gut dort. Rhymes Galore mit Flavor Flav von Afro. 230.000 Mal verkauft sich der Shit nonstop. Und trotz Protest von BMG gegen MC René hielt Tomek an mir fest. Danke Mann für diesen Weg. Und letztendlich haben die mich doch gesigned, nur wegen 12 Top 10 meine besten Freunde zu sein. Jahre später hab ich mich dafür revanchiert. Bei Return of Hip Hop hab ich das Torch-Feature.
arrangiert. So ging ich nach Berlin mit ihm ins Hip-Hop-Büro, das bedeutete neue Bookings für Reem. Ich burnte alle in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Liebe meiner Fans war für mich der größte Beweis, dass man alles machen kann, auch wenn man unten war, es wieder schaffen kann, bis an die Spitze. Boulevardpresse, Fotoblitze, wieder auf der Bühne, in der Scheinwerferhitze. Ende 99, die Welt lag mir zu Füßen. Chica stecken mir ihre Nummer und grüßen. Viele wollten nur poppen, um meine Freunde zu sein. Ich hab mehr rumgevögelt als ein ganzer Sportverein. Ich schalte den Fernsehen ein, sehe mein Gesicht, meine Zeilen, meine Worte, mein Mund, der da spricht. In der Presse, meine Fresse, Mann, ich glaube es nicht. In jeder Stadt wartet eine andere Frau auf mich. So stand ich endlich auf der Sonnenseite. Endlich zeigt sich das Schicksal erkenntlich. Diese Zeit war die beste meines Lebens, aber noch lange nicht das Ende meines Weges. Krass war Geld verdient, geil war Reem. Krass war Geld ausgeben, noch geiler war Reem. Yeah, ich kann genau nachvollziehen, wie du dich gefühlt hast. Aber dann ging's doch weiter, die ganze Action, dann warst du doch bei Mixery. Ich war beim Casting von Mixery Raw Deluxe. Ich wurde eingeladen und versuchte dort mein Glück. Cora E und Curse haben es auch versucht. Am Ende hat Viva entschieden und mich ausgesucht. Der Beginn der Mixery Raw Deluxe Zeit war der Beginn des Dynamite Deluxe Hype. Pures Gift, Chore für die On Ladies und Gentlemen. Grüne Brille, jeder Rapper wollte so wie Sam Brand. Deutschrap war ein Job, damals noch ganz angesagt. Kreuzfeld und Jakob, ich weiß noch, wie sie ihren Gig bei uns abgesagt haben. Sich zu schade waren, aber als Savas zu sagte, plötzlich wieder am Start war. Heute ist der Hype vorbei, Zeit vorbei, so einfach. Nichts ist mehr gekommen nach Gottes Werk und Teufels Beitrag. Weg vom Fenster, weil du von ihnen nichts mehr hörst. Wo sind 5 Sterne, wo ist Ende, wo ist Curse? Wo ist Sponti, wo ist Vasi, wo sind Skills und Mass? Wo sind Doppelkopf, sagen dir diese Namen noch was? Was macht Emo breite Seite und was ist mit Ole? Glaubst du, sie chillen in der Karibik unterm Kohle? Wo sind sie alle hin aus meiner alten Sendung? Warum kommen sie nicht mehr zurück aus der Versenkung? Ich hab sie alle interviewt und kam aus Tash. Hab alle getroffen von Reptile bis Outkast, von Blumentopf bis Cypress Hill, von LLQJ bis massive Töne, everyday, all day. Immer spürte ich den Neid der anderen MCs, den Neid auf meine ganze Publicity, den Neid, dass ich immer im Fernsehen war und ihre kleinen Freunde mich immer gerne sahen. Bei Mixery hat sich von euch keiner beschwert, im Interview hat sich von euch keiner gewehrt. Gelästert habt ihr alle, als wär's nicht wert, aber vor der Kamera hab ich davon leider nichts gemerkt. Auf dem Splash haben sich so viele verzettelt, mich erst gehatet und dann um Interview angebettelt. Viele haben sich gedacht, was der Reem für ein Spaß, mit seinen langen Haaren kommt der Hippie aus dem Knast. Vielleicht war ich nicht der beste Moderator, vielleicht war ich nicht real deep und hardcore. Ich war kein Hip-Hop-Journalist, nein, ich hab lieber meinen Spaß gehabt, als zu erzählen, was Hip-Hop ist. Mit all meinen Fehlern, all meinen Schwächen, auf meine eigene Art und Weise, immer mit einem Lächeln. Aber wenigstens kam's vom Herzen, nicht so kalt, nicht so langweilig, wie von Schlaftabletten Falk. Ey Falk, weißt du noch in Trier bei Kreativ, wo du gesagt hast, wer will hier noch den Reem? Wo man dir gesagt hat, da hinten ist die Tür, du bleibst ein Opfer und kannst nur selber was dafür. Pass auf, was du sagst, pass auf, was du tust. Bitte verpiss dich jetzt und geh wieder zurück zu Juice. Bei Savage haben wir ziemlich viele Takes gemacht, uns in der Redaktion später drüber totgelacht. Und wenn ich die noch hätte, würde ich sie euch zeigen. Ich geh mal bei Viva fragen, wo die fucking Bänder bleiben. Bei einem Interview musste ich lange mit Curse reden. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihm Modul gegeben. In Hamburg City mit Icewood war korrekt. Dass Deutschland vergiftet war, hatte schon sehr früh gecheckt. Die meisten hätte ich in Grund und Boden gerappt. Die meisten haben sowieso nur auf Drogen gerappt. Die meisten auf den Freestyle Battles waren sowieso wack. Bei so viel Vollidioten kam ich mir manchmal vor wie ein Depp. Deutscher Hip-Hop war einfach schizophren. Jeder wollte es machen, aber keiner wollte es sehen. Mixery waren Haufen Amateure. Praktikanten machten auf Redakteure. Wie zum Beispiel auf Deutschlands größter Hip-Hop-Jam hatten wir statt einer Beta wieder eine Digicam. Aber dennoch hab ich's gern gemacht, ich war das Gesicht. Wo ist Mixery Raw Deluxe ohne mich? Und wo ist Mixery jetzt? Bald abgesetzt. So viele Sachen, die ich über die Leute nicht wusste. Wenn die dir jetzt mal nicht sauer sind, Reem, Alter. Aber das mit den Hatern hast du ja schon hinter dir. Erzähl mal davon, Alter.
2002, Mixery war vorbei. Für alle Hater war der Ring zum Schießen frei. Vielleicht war es mein Fehler, über Hip-Hop zu lachen. Vielleicht war es mein Fehler, was mit Pocher zu machen. Vielleicht war es mein Fehler, Dinge zu locker zu nehmen. Vielleicht war es mein Fehler, mit Tomic Pop zu gehen. Tatort mitzuspielen, bei Stefan Raab zu rhyme. Und nicht wie die ganzen anderen Rapper nur hart zu sein. Vielleicht war es mein Fehler, nicht real und deep zu sein. Mich nicht anzubiedern, um bei jedermann beliebt zu sein. Vielleicht war es falsch, nicht alles richtig zu sehen. Vielleicht war es falsch, mich selbst so wichtig zu nehmen. Da muss ich euch fragen, wo liegt der Unterschied? Nur wer Erfolg hat, ist auf einmal Mr. Unbeliebt. Seid ihr so zerfressen von Neid, könnt ihr euch nur flashen auf Streit. Verschwendet nicht eure beste Zeit. Du hast mich für Mixery oder Pocher und meinst, das wär scheiß. Flash du erstmal Busta Rhymes. Du hast mich und sagst, ich wär ein Sucker, weil du alles, was Savage und Azad sagen, abklapperst. Nur wird es Zeit für die Wahrheit, wie sie wirklich war. Lange bevor Savage bekannt in Deutschland war. Lange bevor es überhaupt Optik Records gab. Lange bevor Savage auf Deutsch gerappt hat. Ich hatte 95 in Berlin ein Gig. Wer war das? Savage zahlte für mich Eintritt. Er battelte gegen Ono und verlor. Im Backstage spielte er uns seine Lieder vor. Ich hab gesagt, cool, aber auch nicht mehr. Er war Onos Homie, aber auch nicht mehr. So vergehen die Jahre, man geht getrennte Wege. Bis ich ihn auf einmal irgendwann im Fernsehen sehe. Wie er mich disst und hatet und ich überlege, warum Savage nicht die Eier hat und mit mir redet. Ich hab ihn interviewt, er hat nichts gesagt. Ich hab mit Mel eingeraucht, er hat nichts gesagt. Ich hab ihn bei Mixery gefragt, er hat nichts gesagt. Savage hätte immer etwas sagen können, jeden Tag. Aber nein, so muss es über die Medien kommen. Scheiße, Savage, wie gewonnen, so zerronnen. Und weißt du, was Echo gesagt hat? Dass er damals nur ein kleiner Hiwi war, nichts gegen mich persönlich hat. Stell dir vor, ich war auch bei Azad zu Hause mit seinem Pitbull auf der Couch. Hab gefreestylt, er war drauf. Freestyle soll peinlich sein, diese Line ist gelogen. Deswegen hat er auch damals auf dem Splash den Schwanz reingezogen. Das ist die reine Wahrheit, die Wahrheit verschwindet nicht. Egal ob du Azad immer noch besser findest als mich. Die Meinung drehen sich wie der Wind. Heute Freund, morgen Feind, je nachdem, ob es dir Promotion bringt. Glaubt ihr nicht, SD verliert sein Optikvertrag, wenn er sich nicht hinter Savage stellt, gegen René aussagt? SD, ich weiß, dass du keinen Grund mich zu dissen hast. Ich hab dich aufgenommen, als deine Mom dich rausgeschmissen hat. Manchmal will ich, dass sie alle für ihre Lügen bezahlen, weil sie mich seit Jahren als Teufel an die Wand malen. Dieses Geschäft ist dreckig und voller Verrat. Selbst Mixery, wo ich 2 Jahre war, hat den Reendis ausgestrahlt. Tja, so konnte ich dich mehr zurücksehen. So musste ich nach vorn Studio zurückgehen. Mich konzentrieren auf das, was ansteht. Zuversichtlich sein, was Zukunft angeht. Also hab ich geschrieben, bin Tag und Nacht im Studio geblieben. Von mittags um 1 bis morgens um 7. Hab mir den Arsch aufgerissen und mich reingehängt. Bin oft mit dem Stift über dem Blatt Papier eingepennt. Hab mich vom letzten Manager getrennt und hab mein Business selbst in die Hand genommen und bin hier angekommen. Ja, harte Zeit, Reen, aber egal, irgendwann geht's wieder nach oben. Aber erzähl doch den Leuten mal, wie du 2005 so siehst. Ich mein, Echo rechnet ab und so. Komm, Reen, rechne nochmal nach. 2005, alles wie gehabt. MCs und Deutscher fucken sich gegenseitig ab. Das Rap-Game hat sich verändert. Deutsche Rap machen jetzt Gangster aus Ländern. Heute geht es um Publicity im Business. Glaubst du, Echo würde sonst abrechnen? Vergiss es. Und riskieren, vom Flair auf die Fresse zu bekommen? Nur unter der Bedingung auch in die Presse zu kommen. Sich im Underground zu rehabilitieren. Mit Bushido was machen, damit ihn die anderen respektieren. Heute geht es darum, wie viel MCs verdienen. Heute kommen die Diss-Tracks kurz vom Album-Release-Termin. So wie bei Savage damals mit Echo gegen Reen. So wie bei Boss gegen Agro Berlin die Fäden ziehen. Universal A&Rs beim Marketing. Mit der Frage, wie kann man Gangster-Rap-Act morgen Platin bringen? Wie wär's mit ner Schlägerei auf dem Open? Das ist gut fürs Image, treibt die Verkäufe nach oben. Da ja Sido Azads Mutter beleidigt hat, muss A dahin, bis er ihre Ehre verteidigt hat. Als gab es keinen besseren Weg, als ob ein Berliner nicht aus dem Haus ohne Messer geht. Wie schnell hätte jemand erstochen werden können? Wie schnell hätte jemand erschossen werden können? Ihr habt euch alle gefreut, ihr habt das alles gefeiert. MTV, RTL, die Medien, wie geil, ihr kotzt mich an. Weil ihr in euren Augen immer nur Quoten habt. Bis Hip-Hop Deutschland seinen ersten Rap-Toten habt. Wollt ihr das? Wofür? Nur für einen neuen Release? Es gibt keinen wirklichen Grund für so'n Beef unter MCs. Wer ist schuld daran, dass MCs so viel Streit haben? Agro Berlin hat einen großen Teil dazu beigetragen. Ex-Optik, SD mit Summer Jam im Team. Wie sie gegen Savage und den Rest der Optik Army
ziehen. Dasselbe kann passieren, morgen mit German Dream, wenn Echoes X nach ner Zeit nicht genug Cash verdient. Dieses Battle-Geschäft ist ein dreckiges Geschäft, motiviert durch Hass, ein hässliches Geschäft. Die ganzen Intrigen gehen rum wie Wanderkelch. Jeder Rapper, der famous wird, an den Pranger gestellt. Warum ist keiner stolz, wenn es einer mal packt? Ich freu mich ehrlich für jeden, der es geschafft hat. Am Ende des Tages schaue ich in den Spiegel und kann zufrieden sein mit mir selbst, da ich Hip-Hop immer noch liebe, immer noch lebe, meine Miete bezahle, meine Musik jeden Tag machen kann, wann ich will, ins Studio gehe, am Wochenende auf Titte mein Geld verdiene, auch wenn ich nicht in den Chart stehe. Ich wurde gefeiert, gehypt und beneidet, ich hab sie alle kommen und gehen sehen auf meiner Reise. Ich wurde gefeuert, gehatet, gefrontet, ihr habt versucht, mich zu zerstören, so gut wie ihr konntet, hä? Ich bin einer, über den man viel geredet hat, der drauf geschissen hat, was die Hip-Hop-Szene sagt. Ich bin auch nur ein Mensch, der seine Fehler hat. Ich mach mein Ding, egal ob du damit Probleme hast. Langsam kommen wir zum Ende des Texts. Ich beende den Text und hab mir ein Denkmal gesetzt. Ich hab euch alles gesagt, ob Rucksackträger oder Gangster-Rap. Das war Reem mit Deutschlands längsten Solo-Track.